Black and Decker, Black and Decker, Black and Decker. Servus. Die Schlagbohrmaschine. Eigentlich eine herkömmliche Bohrmaschine, mit der man nahezu in jedes Material Löcher bohren kann. Was dieses Gerät aber so wertvoll macht, ist der zusätzliche Schlag. Das heißt, ich kann auch Löcher in Wände bohren. Was es da für Tipps und Tricks gibt, das zeigen wir euch jetzt. Und als Beispiel schrauben wir jetzt diesen Winkel an die Wand. Dazu natürlich erst die Bohrlöcher anzeichnen. Und jetzt wird gebohrt. Und da beim Bohren natürlich sehr unangenehmer Bohrstaub entsteht, empfiehlt es sich auf jeden Fall abzusaugen. Wenn ihr niemanden habt, der euch dabei hilft, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Nehmt einfach drei solcher selbstklebender Notizzettel, klebt sie zusammen, haltet sie noch einmal in der Mitte und dann habt ihr einen wunderbaren, selbstklebenden Bohrstaubaufhänger. Und noch ein kleiner Tipp, solltet ihr euch nicht sicher sein, ob eure Wände auch stabil genug sind, so wie diese hier, dann könnt ihr einfach kleiner vorbohren und mit dem richtigen Bohrer nachbohren, dann bricht auch nicht so viel Material aus der Wand. In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit den Schlagbohrmaschinen von Bosch. Die Schlagbohrmaschinen aus dem Easy, Universal und Advanced Segment zeichnen sich bei kompakter Bauweise und geringem Gewicht durch eine hohe Schlagleistung aus. Dank des neu entwickelten Schlagwerks bohren sie bis zu 30% schneller als ihre Vorgängervarianten. Für Schraubarbeiten können die Schlagbohrmaschinen von rechts auf Linkslauf umgestellt werden. Die Kohlebürsteumschaltung sorgt dabei für hohe Kraftentfaltung in jeder Drehrichtung und eine lange Lebensdauer des Kollektors. Die Zubehöre der Schlagbohrmaschine Easy Impact 550 werden mit einem zweihülsigen Schnellspannfutter gespannt. Die Zubehöre der Schlagbohrmaschine Universal Impact 700 werden mit einem Press & Lock Schnellspannfutter gespannt. Die Zubehöre der Schlagbohrmaschinen Easy Impact 570, Universal Impact 800 und Advanced Impact 900 werden mit einem Autolock Schnellspannfutter gespannt. Die Universal Impact 700, die Universal Impact 800 und die Advanced Impact 900 verfügen über eine elektronische Voreinstellung der Geschwindigkeit für präzises Bohren. Die Universal Impact 800 und die Advanced Impact 900 verfügen außerdem über eine Konstantelektronik, welche die Drehzahl auch bei hohen Lasten gleichbleibend beibehält. Dadurch sind diese Geräte am stärksten belastbar. Bei den beiden Schlagbohrmaschinen erhöht das innovative Bosch Kickback Control dank integriertem Sensor den Anwenderschutz, wenn der Bohrer blockiert. Bei plötzlicher Änderung der Rotationsgeschwindigkeit des Geräts schalten die Schlagbohrmaschinen automatisch ab. Die Advanced Impact 900 besitzt ein Zweiganggetriebe für perfekte Kraftübertragung bei universellen Arbeiten sowie einen extra langen Zusatzhandgriff, um die Kraft der Maschine leichter kontrollieren zu können. Optional gibt es für alle Schlagbohrmaschinen den neuen Bohrassistenten von Bosch, der den Anwender bei staubarmen Bohren
und bei der Bestimmung der richtigen Bohrtiefe unterstützt. Zur Bestimmung der passenden Bohrtiefe für ein Dübelloch muss mit eingespannten Bohrer zunächst der Nullpunkt festgestellt werden. Durch Ausmessen der Dübellänge wird dann die Bohrtiefe ermittelt, auf die der Anschlag fixiert wird. Der Anschlag unterstützt nun beim Einhalten der richtigen Bohrtiefe. Und nun viel Spaß mit den Schlagbohrmaschinen von Bosch.